im Dungeon, wo es sehr viele Erfahrungspunkte gibt. Gucken wir uns jetzt mal auch um. Wir waren ja letztes Mal rechts, links, also gehen wir jetzt mal rechts lang, so rum. Goblins mit 2000 HP. Mal gucken, wann wir Probleme bekommen werden. 600 Schaden ist auf jeden Fall mal sehr schön. Das sind sogar drei Goblins. Ah ja, ich treffe nicht den, den ich anvisiert habe, auch gut. Und dann stirbt der, den ich anvisiert habe. Oh, wow, wow. Komm, ist auf jeden Fall schon tot und so. Aber gut, die ersten drei Gegner und wir kriegen schon ein Level ab. Gehen wir mal hier rum. Ja, das ist ein Durchgang. Hier scheint auch keine Kiste zu sein. Turtles, abgegradete Version. Fruit of Res. Natürlich musste ich eine benutzen. Kommst du her? Schön, dass meine Truppe da reingeht, während ich free attacken kann, so. Autsch, okay. Das könnte wehtun. Könnte das nächste Game Over werden. Hust, hust. Gehen wir mal auf Windshot. Du kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht durch, vergiss es. Du bist zu fett für diese Tür. Ist er halt wirklich. Oh mein Gott. Einfach Windshot draufballern. Wer ist tot? Oh mein Gott. Ist natürlich nicht schön. Also ja, die Turtles wollte ich nicht, aber mein Gott, wer musste ja reinrennen? Aber solange Heiler noch lebt, ist noch alles okay. Nur wer bekommt wahrscheinlich keine Erfahrungspunkte? 1500 Erfahrungspunkte, immer noch geil. Ihr macht wenigstens Schaden irgendwie. So, wer bekommt wahrscheinlich keine Erfahrungspunkte? Das heißt, wir können gleich wieder rausgehen. Sehr nice. Ich weiß nicht, ab wann man diesen Dungeon machen soll. Aber so ein bisschen will ich hier noch gucken, ob ich irgendeine Kiste mitnehmen kann. Ich weiß ja nicht. Da ist auf jeden Fall eine Kiste mit Schlüssel. Oh Gott. Da hinten ist ein gelber, fetter Dogu. Ah, da könnte ich mich zurückporten. Aber ich renne mal lieber wieder. Weil die Goblins tun dann auch schon ganz schön weh. Das muss natürlich auch nicht sein. So, das nächste Mal gehen wir dann vielleicht mal geradeaus. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Links war ja okay. So. Ich hoffe, alles wieder beim Guten. Nein, das wollte ich jetzt nicht gucken. Ich wollte noch mal gucken, welchen Effekt ich habe. Ich war noch nicht mal 3 Minuten in diesem Dungeon. SP hoch. Ja, gut, ne? Wenn Blanc jetzt zu wenig SP hat, um zu heilen, ja, okay. Kann man machen. So. Beim Boss werde ich wahrscheinlich trotzdem Gegner kloppen, dass meine Awakening-Leiste gesteckt wird. Ei, das sind auch Schildkröten. War letztes Mal hier. Hier waren die Gegner angenehm. Da kann ich auch noch weitergehen. Das sind wieder die Skelette. So, dann benutzen die auch nochmal Freeze Shocks. Und ich wollte schon sagen, irgendwann sollte ich doch mal auch einfrieren, oder? Hä? Ich habe perfekt geblockt, aber nicht abgewehrt? Was ist das denn jetzt gewesen? Wer kriegt schon wieder Probleme? Das ist nicht toll. Oh, 500 Schaden ist auch nicht toll. Sieht irgendwie ein bisschen faszinierend aus, so direkt an der Wand. Blau bekommt jetzt auch Probleme, das ist auch nicht gut. Bam. Also damit kloppe ich dich gerne weg. Hauptsache, wer ist diesmal nicht gestorben? Das ist alles, was zählt. Alle am Leben und ich bekomme schön viel Erfahrungspunkte. So, hier war nichts.
Wir haben Eiselemente. Ich kann mir vorstellen, dass es hier mindestens x-tausend Kiste gibt mit Schlüssel. Fairy Feathers Pink. Okay, jetzt habe ich auch noch pinke Flügel, die ich mir ausrüsten könnte. Läuft, würde ich sagen. Bam. Fliegt in die Luft. Und am besten auch noch zu mir. Warum auch immer zu mir geflogen, aber... Oh, oh, Blanc hat Probleme. Blanc, don't die. Dir ist es erlaubt, Items zu benutzen. Ich hoffe, das weißt du. Okay, Level up. Level 27, schon 30. Also, na? Wenn ich hier durch bin, so weit, wie ich gerade komme, sobald der Nächste stirbt, vielleicht an diesen Schildkröten. Sind das Dogus? Oder Pflanzen? Das sind Dogus. Die kommen beide auf einmal, oder? Screenshot? Ja, die andere kommt da auch gleich noch hinzu, wetten. Warum auch mal, wer gerade wieder bei mir ist. Und bislang ist nur eine Schildkröte da. Das ist sehr gut. Bumm. Alles gut. Die anderen können wir so erledigen. Ja, so im ungefähr Level 29 will ich mit Juni schon werden. So an die 30. Nicht komplett 30, weil die anderen ja schon über 30 sind. So, jetzt ist die Frage, wie schwer können diese Dogus sein? Oh. What? Wie schwer können diese Dogus sein? Bekommen wir 200 Schaden. ne? Nur 200 Schaden, also wir. Und wir bekommen so 2, 1 Schaden. What the fuck ist das shit? Thunder Shot, Elemental Shot, Flare Shot. Ah, den Freeze habe ich immer drauf. Also, ne, wenn die keine Erfahrungspunkte oder sehr viel Gold geben, dann weiß ich nicht, warum ich den zweiten angreifen sollte. Also ich kann meine Hit-Combo machen an denen ganz leicht, aber das bringt auch nichts, weil die habe ich schon. Ich brauche 100.000 Damage. Und der hat nicht so viel Leben. Aber gut, ich krieg auch nur 60.000 Damage bei dem einen Boss. Also es wird noch dauern, bis ich das Achievement überhaupt bekommen kann. Wahrscheinlich kommt irgendwann nochmal eine stärkere Version. Oder irgendwann hat halt eine stärkere Version von irgendeinem Boss irgendetwas. So, was kriege ich von dir? Also ich habe auf jeden Fall ein Level-Up bekommen. Ich habe nur leider nicht gesehen, was ich bekommen habe. Aber es scheint sich zu lohnen. Du bist mal wieder auf der falschen Seite des Internets. Was hast du jetzt schon wieder im Darknet gefunden, Sven? Also ich finde hier gerade lustig, wie ich keinen Schaden mache an dem Teil. Selbst mit diesem Element-Shot, was übelst heftig Schaden macht, normalerweise. Oh, ich bin schon bei 1200 Damage. Ich mache 2 Damage im Schnitt pro Hit. Sogar auch manchmal 0. Oh mein Gott. Also das dauert, die zu machen, aber sie sind safe zum Level-Uppen. Also die würde ich hier immer mitnehmen. Die Frage ist, wie viel Erfahrung. Die könnte man ja sogar mit Netgear machen. Ach komm. Einfach spammen. Einfach spammen. Einfach spammen. Und eventuell mal ein Skill dazwischen schieben. Starte nochmal Internet neu. Alles klar. Schon wieder Level Up? Holy shit, die Gegner geben viel. Warte mal, wo ist denn hier nochmal das Log? ...7000 XP! Ja gut, ne? Ich habe mich schon beschwert, dass 1500 viel waren, als ich hier reingekommen bin. Ne? Was haben wir hier? Demon Headband. Demon Headband. Das könnte... Ja? Wo bist denn du? Da. Das Teil ist es. Ja, mal gucken. Edit, wie sieht's denn am Kopf aus? Ja, es ist voll der Kopf. Ah, ich hasse das. Move Mode, please. Kann man das so... Warte, wie zoome ich nochmal? So.
Krieg ich die? Ja, die sind so ein bisschen in den Katzenohren drin. Ah. Kommen die dann weiter nach hinten? Ich glaube, weiterhin passt besser als vorne. Sind denn den Katzenohren noch Teufel? Leider nicht symmetrisch, ne? Leider nicht komplett symmetrisch. Ah, scheiße. Drauf. Kann ich den mal... Natürlich kann ich ihn nicht anvisieren, wenn ich an den Dingern bin. So, jetzt kriegen wir hoffentlich... Ist das deren Ernst? Bei dem mache ich auch keinen Schaden. Ahahaha. Vielleicht ist Yoyomin hier. Bin ich auch. Gut und Boom. Nein. Die werde ich sicherlich nicht da. Ne? Theoretisch könnte ich gemein sein zu Juni und fragen, welche Boobies, aber ne? So gemein bin ich nicht. Ich weiß, dass sie gegen die Wand feuert, danke. Ich hoffe, ihr sterbt nicht. Ne? Sieht gerade gefährlich aus. Komm, kommt mal lieber wieder hier hin. Sieht ziemlich gefährlich aus, Leute. Wir haben noch 6000. Okay, Hits vor uns, aber. Ich glaube, das wird nichts. So, aus Interesse würde ich ihn gerne schon mal besiegen, aber... glaube ich auch mal ab. Oh, Moment, da war ein Teleporter. Zu einem Event? Ja, irgendwann, ne? Nur nicht heute. 6000 HP mit mit durchschnittlich 2 Schaden. Das ist, ne? Ich habe meine Level 29, das reicht. Ab zum Boss. Alle respektieren, auch wenn sie nicht die Größten sind. Natürlich. Ich sagte nur, ich könnte gemein sein. Juni ist einer meiner Lieblingscharaktere. XP plus 10%? Was passiert denn bitte, wenn ich jetzt in diesen Dungeon gehe? Alter, eigentlich müsste ich da jetzt nochmal hin, aber... aber ich könnte es auch tun. Aber wir wollen den Boss mal versuchen. Once again. Kann ich mich nicht direkt auf die Spitze teleportieren? Ey, das... sagt ja mal so ein bisschen. So, time for rushing. Ich würde ja gerne mit Ram rushen, weil mit Ram kann man so gut rushen, weil sie ein fucking Ninja ist. Aber Juni tut es auch. Ah, aber bevor wir weiter rushen, ne? Eine Sache passt natürlich jetzt nicht. Na, wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon, ne? Wenn schwarz lila, dann sollen die Flügel auch lila sein, am besten. So, mal gucken, wie lange wir für diesen Boss jetzt brauchen. Ich hoffe nicht mal allzu lange. So, dich kann ich mitnehmen. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Was bringt mir das? Nicht wirklich viel. Weil ich da durch den einen Fehljump ein bisschen Time gewastet habe. Ah, sind wir bald da? Noch nicht. Aber ja, die lilanen Flügel gefallen mir doch schon ein bisschen besser. Ich weiß jetzt nicht, was hatten wir nochmal gefunden? Bei einem hatten wir ein Item gefunden. Schön, dass meine Philosopher Stones jetzt draufgegangen sind. Falsche Richtung. Und ich könnte jetzt hier auch Probleme haben. Das Problem allerdings hauptsächlich dabei ist... oh, nö, ich habe auf Kreis gedrückt, wie immer. Dass ich ja keine Armor und keine Waffen ausrüste oder upgrade. Das ist ein großes Problem. Mit den ganzen. So, hallo Glitmate. Once again. Irgendwann drückst du aber richtig Schaden raus, kann das? Ich sollte auch mal blocken. Johannes, so ein bisschen irgendwann. Hatte ich nicht gesagt, ich wollte meine Leiste upgraden? Habe ich nicht getan, natürlich. Ja gut, bis zum ersten Guardbreak und so. Ist es ja auch noch hin.
Ja, wäre schön, wenn wir nicht die ganze Zeit auf einer Seite stehen würden. An einer Stelle. Blanc, bitte ein bisschen mehr heilen. Danke. Aber hey, ich mache jetzt immerhin ein bisschen Schaden. Ha, ha. Viel zu wenig mehr als vorher. Noch ein bisschen MP wasten. Ich wollte schon sagen, das war falsche Richtung ausgewichen. Wow, das lange Schwert trifft. Ey, schön, dass sie gerade alle nach hinten gegangen sind, um zu escapen. Um zu heilen. Ich will beim langen Schwert einfach blocken. So ungefähr. Ja, Guardbreak. Awakening Leiste. Elemental Shot. 1500 Schaden. Go! Ah. Meine ganzen SP. Ah, der Schaden war es aber wert. 100 Pro. Go, go, Handy. Ja, ich mache ihn auch fertig. Wenn er mich nicht zählt, also meine Mates zuerst fertig macht. So, wenn da steht. Oh. Nicht geblockt. Wenn da steht, stärkere Version. Geh nicht mit einem Backtrack-Team dahin. Ganz einfache Sache. Schade, das war zu spät geblockt. Das war geblockt, aber er hat mich irgendwie nicht getroffen. Ja, sobald diese Angriffe anfangen, könnte es zu Problemen werden. Immerhin kann ich die blocken. Immerhin habe ich seine Aggro. Ist ja auch schon mal was. So, Elemental Shot. Habe ich getroffen? Ich treffe. Ja, ich treffe. Okay. Das ist immerhin was Gutes. Dann können wir gleich nach dem Guardbreak nochmal eine Awakening-Leiste aktivieren. Oh wow, what? Wo bist du hin? Wow, lass mich dich halt nicht anvisieren. Auch klar, merke ich mir. Ja, zum Glück leben wir noch alle. Die paar Level haben wir anscheinend sehr viel gebracht. So, Awakening-Leiste aktivieren. Wieder schön zurück. 1500 Schaden, 1500 Schaden, 1500 Schaden. Ah, das ist so gut. Mir geht es wunderbar. Und dir? Ich muss sagen, Dante war ein besserer Charakter zu spielen. Ja, happens. Das Licht zu sehen. Don't look into the light. Don't go there. Achso, ich kann nicht blocken, weil ich einen Skill aktiviert habe. Ja, gut. Nur 6000. Problem ist, ich muss den Last Hit machen, ne? Das darf ich nicht vergessen. Ich soll mir vielleicht ein paar SP aufbewahren. Um genau zu sein, die ich gerade habe. Schön perfekt blocken, dann braucht Blanc auch weniger heilen. Oh. Ja, bei sowas natürlich nicht. Ich hau einmal nach hinten ab, ne? So, jetzt warte ich ganz gemütlich gleich auf den Last Hit. So bei 500. Oh nein! Ah, und dann ist die Guardbreak-Leiste gedroppt. Ah, ich darf den, glaube ich, nochmal machen. Diesmal schaffe ich die 1000 Combo. Ich brauche keine 1000 Combo. Das ist es ja. Okay, ich habe den geschafft. Okay. Obwohl ich nicht den Last Hit gemacht habe. Warum kriege ich eine Mission nicht, wenn ich nicht den Last Hit mache und diese trotzdem? Ich check's nicht. Ist aber auch nur halb so wild. So, gibt es jetzt schon wieder ein neues Story-Abschnitt? Nö, wahrscheinlich muss ich erst die Quest reporten. 1800 Bells dafür. Immer wieder gerne. Oh, okay. Entweder warst du vorher schon da oder ich habe dich nicht gesehen. So, das können wir einmal saven, aber doof, dass ich meine Philosopher's Stones jetzt nicht wieder habe. Ah, and Jesus loves you. Ja, das ist sehr toll. Ich mag Ah, and Jesus auch. So, jetzt sollte ich mir mal überlegen, ob ich nicht doch mal einfach
upgrade. Jetzt habe ich auch zwei davon, jetzt kann ich sie upgraden, kommen. Completed. Wow, ich kann die Waffe wirklich nur zweimal upgraden, weil es die erste Waffe ist, die man bekommen kann. Ach ja, stimmt, ich habe neue Waffen bekommen. What? 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 Hate required at the moment. What? Kann ich die nicht upgraden? Aber ich denke mir gerade so, what? Die Waffen sind gut. Okay. Ach nö. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wer war da? Napier, ne? Ah. Ich habe für den ganzen Kampf weniger bekommen. Ah. Das geht doch nicht. Okay, so warte mal. Equipment. Rapier, Vanilla Cone. Was sind das für Werte? Okay, ich hätte anscheinend die erste Waffe total upgraden müssen. Dann wäre das wahrscheinlich nur ein Boost von 20 oder so. A strange Rapier made out of candy. 22 layers of super service. Na, wenn das nicht nach einem Rapier klingt, dann weiß ich auch nicht. Vanilla Cone. Her damit. Eieiei. So, die andere Waffe war... Ne, Samurai, da. Zum Glück, ne? Charaktere, die wir momentan benutzen. Nameless Katana, das ist nicht schön. Jedes Katana soll was haben. Sweet Katana. Is strange Katana made out of candy. The name would change it, if it were just the core. Eieiei. Kakao. Sag ich jetzt nicht unbedingt nein zu. HP haben wir wieder plus, Guild Rank ist 3, haben schon gut Geld gemacht. So, dann würde ich aber sagen, gucken wir jetzt einfach nur in diesem Dungeon mal wieder uns an, wie die Waffen sind. Das I von Rapier Silent. Ich lese falsch. Vanilla Cone? Was? Achso, vom Rapier. Ja, okay, my bad. Jetzt verstehe ich, was du meinst. My bad. Alter, ich wünschte, ich hätte so eine Waffe. Aber gut, jetzt bin ich ja auch... So sehe ich jetzt den Unterschied von der Waffe. Ah, fast. Da, seht euch die Süßigkeit an. What the fuck, das ist eine Eistüte? Die Kirsche neben dran und dann in der Form von Eis. What the fuck? I want this weapon. Dann? Ja, okay. Da sehe ich jetzt nicht, was das für eine Süßigkeit sein soll. Aber anscheinend irgendwas mit Kakao. Oh mein Gott. Ich mach Schaden. Wow, ich mach Schaden. Ich meine, man bekommt auch Schaden, aber holy shit. Oh, da ist anscheinend schon fast wieder wer gestorben. Ja, ne? Vielleicht kommen wir jetzt noch an die andere versteckte Kiste. Wind? Jetzt macht mein Windshot auch wenigstens Schaden. Ja, komm mal her. Alles gut. Du kommst eh nicht durch. Bist du zu fett für diese Tür? Oh mein Gott, jetzt ist er ja down in no time. The fuck? Das ist ja awesome. Ich mache Schaden. Das kann man auch nicht jeden Tag sagen hier in diesem Dungeon. Ja gut, den hätte man schon von Anfang an machen können zum Leveln und so weiter. Wenn man denn unbedingt ne, mal seine Waffen kaufen oder ausrüsten würde, aber ich will ja Geld sparen. Alter, ist das gerade Rom, die so viel Schaden drückt? Ich glaube ja, ne? Holy shit.
Die kriegt ja 102 oder 120 hat ihr Angriff geboostet. Wow. Das Rapier ist ein bisschen dick für eins. Aha. Oh. Ja, schön. Ich hoffe, ich finde dann auch mal bessere Waffe. Ich muss mich dann mal abfinden, dass ich Scheißwaffen habe, weil ich kein Geld ausgebe für Waffen. Jetzt bin ich ja ein Hyper der Menschen im Turnierteilen gewöhnt. Ist ja immer so. Oh, ich hab schon wieder falschen Dings drin. Elemente-Shop wollte ich machen. Jetzt geht er in die Leere. Schon wieder irgendwer ein Level-Up? Wow. Ich hoffe, ich habe gerade beim Zickzack-Gehen keine Truhe übersehen. Big Red Dogo. Ich mach mal einen längeren Part heute draus. Der könnte ein bisschen problematisch werden, glaube ich. Bam. Okay, Part könnte gleich zu Ende sein, wenn die nicht weggehen oder sich irgendwie heilen. Sofern Blanc überhaupt genug zu heilen hat, ne? Sei mal so dahingestellt. Lass mal Awakening-Modus aktivieren. Ist ja auch gleich in dem Modus. Und dann, bam, 2000 Schaden mache ich jetzt wenigstens. 2455 Schaden sogar. Ah, oh, fuck, ich hab keinen mehr. Krieg ich noch einen durch? Nein, da hatte ich schon wieder Defense ab. Geht's, Batman. Der sollte doch machbar sein, ohne dass er stirbt, oder? Kann ja nicht irgendwann Dogo sein mit einfach sehr viel Leben, so 100.000. Aber nicht so hohe Death, damit ich meine 100.000 Damage machen kann. Don't die, wer, okay? Ihr dürft alles machen, nur nicht sterben. Und wer ist tot? Alles klar, bekommt ihr halt keine Erfahrungspunkte, glaube ich. Oh, gerade wieder durch die Verteidigung durch. Ah. Wie viele Erfahrungspunkte gibst du? 11.000, habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, ich sag mal so, wenn ich hier mal mit einem Charakter durchgehe, der nicht gut gelevelt ist, kann ich das machen. Fruit of Light. Ach so, das ist der Teleporter, keine Kiste mit Schlüssel. Eieiei, okay. Ja, wer tot, würde ich sagen, weg hier. Aber schön, dass die Waffen wirklich anders aussehen, also detaillierter anders aussehen als immer nur Frontside. Gut, prayen wir nochmal. Saven wir nochmal. Das waren schöne Erfahrungspunkte. 122.000. Fehlt ja immer noch knapp das Zehnfache für eine Million. Und die Million ist ein Muss. Ich sag, bis zum nächsten Mal.